Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Javier Herrero und ich bin der verantwortliche Sales Executive für den deutschen Markt bei Vertisol. Wir werden heute ein wenig über Cradle to Cradle und Architektur wie Gesundheit und Wohlbefinden sprechen. Dafür gibt es verschiedene Zertifikate heutzutage, wie zum Beispiel das Cradle to Cradle Zertifikat, das Green Guard Zertifikat oder das EPD Zertifikat, wie auch das WELL Zertifikat. Es sind alles Zertifikate, die heute speziell im Objektmarkt oder generell den Unterschied machen, da sie nicht nur der Umwelt beisteuern, sondern auch der Gesundheit und das Wohlbefinden fördern. Wir bei Vertisol sind sehr stolz auf unsere Zertifikate, da wir in diesem Bereich die höchsten Standards erfüllen. Was ist Cradle to Cradle? Dafür habe ich Ihnen ein kleines Video vorbereitet, damit Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können. So, das war das kleine Einführungsvideo. Die Philosophie von Cradle to Cradle hat zwei Ansichten. Einmal die technische und die biologische Seite. Was sehr wichtig ist, es ist praktisch gesehen die Erforschung, Material effizienter zu produzieren und umweltschonender. Heutzutage gibt es viele Konzepte zur Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel das Öko-Konzept oder nachhaltiges Design, Neugestaltung, die auch sehr viel von den Endverbrauchern, also im normalen Vokabular, benutzt werden. Jedoch ist nicht ganz bekannt, was das für Auswirkungen hat in der Kaufentscheidung. Die Designphilosophie von Cradle to Cradle zielt darauf, ökoeffizient und ökoeffektiv zu sein. Es hilft, das Produkt zu analysieren, um den Einsatz, was sehr wichtig ist, von chemischen Produkten zu minimieren und somit auch das Wasser und den Energieverbrauch zu senken, wie auch den Abfall zu reduzieren. Es hilft auch der Erfüllung der universellen Menschenrechte sowie die Gesundheit sowohl für die Menschen als auch für den Planeten anzustreben. Das ist ein klein wenig zum Wirtschaftskreislauf von Cradle to Cradle. Durch die Wiederverwendung wird viel weniger Abfall produziert und sehr, sehr viele Ressourcen werden eingespart. Cradle to Cradle ist eine freiwillige Zertifizierung, die von dem Cradle to Cradle Products Innovation Institute ausgestellt wird. Das Cradle to Cradle Institute ist eine gemeinnützige Organisation. Und was wichtig ist, diese Zertifizierung ist eine Multi-Attribut-Zertifizierung, mit deren Hilfe die Produktanalyse durch ein kontinuierliches
Verbesserungssystem durchgeführt werden kann. Es ist praktisch gesehen eine Bewertung vom Anfang der Entwurfsphase des Produktes bis zur Endnutzungsdauer. Und dafür gibt es 5 verschiedene Kontrollpunkte. Einmal die materielle Gesundheit. Das bedeutet, beim Recyceln wird begutachtet, ob ein Produkt, welches gebraucht worden ist, ob es noch gut ist oder nicht. Und daraufhin wird eine Selektion gemacht. Danach wäre der nächste Punkt die Wiederverwendung von Materialien. Es wird auch kontrolliert, dass es eine kontinuierliche Wiederverwendung dieses Produkts geben kann, welches dann zum dritten Punkt kommt, welches dazu dann beisteuert, dass wir erneuerbare Energien verwenden, indem wir generell die Steigerung des Betriebs säubern durch die erneuerbaren Energien. Was dazu natürlich dann auswirkt im vierten Punkt, dass wir unsere Wasserressourcen schützen und dadurch eine bessere Wasserverwaltung haben. Und der fünfte Punkt wäre die soziale Gerechtigkeit. Das ist die menschliche und natürliche Mechanismen unterstützt und auch hilft, sodass wirklich jeder etwas beisteuern kann. Gebäude wie Bäume, Städte wie Wälder. Cradle to Cradle existiert seit ungefähr 10 Jahren. Welches dieses Konzept erfunden hat, war der Architekt William McDaw, oder ist der Architekt William McDaw, welcher praktisch gesehen das Konzept hatte, dass die Gebäude wie Lebewesen sein sollten. Daher der Slogan Gebäude wie Bäume, Städte wie Wälder. Wir verbringen mehr als 80% unserer Zeit in geschlossenen Räumen und sind wiederum für 45% der CO2-Emissionen verantwortlich, was heutzutage doch recht viel ist. Um ein kleines Beispiel zu geben, in einem Raum wird 5-mal mehr CO2 ausgestoßen als auf einer Autobahn. Kommen wir zu Cradle to Cradle in Zahlen, also den wirtschaftlichen Aspekt. Es hilft zur Reduzierung der Energiekosten in einem Unternehmen, und der Energieverbrauch in einem Unternehmen macht ungefähr 1% der Gesamtausgaben aus. Und Cradle to Cradle steuert dazu bei, dass man die Energiekosten senken kann, wie auch die Betriebskosten. Es verbessert den Komfort und die Arbeitsbereiche, wie auch reduziert die Emissionen und verbessert den Umweltschutz. Natürlich gibt es auch den personellen Aspekt, was zum Beispiel der Personalaufwand wäre. Der Personalaufwand macht rund 60% der Gewinn- und Verlustrechnung aus, was sehr, sehr wichtig heutzutage für ein Unternehmen ist. Durch die Schaffung bequemerer Arbeitskräfte wie ein besserer Arbeitsplatz bedeutet weniger Fehlzeiten. Durch weniger Fehlzeiten und eine bessere, bequemere Atmosphäre erhöht natürlich die Produktivität und auch die Effizienz. Es kann das Engagement der Mitarbeiter verdoppeln bis sogar vervielfachen und es hilft auch zum Stressabbau. Kommen wir ein klein wenig zu unseren Vertisol-Stoffen, um ein klein wenig die Geschichte von Vertisol zu erzählen. Wir sind ein Textilhersteller, spezialisiert im Sonnenschutz. Wir existieren seit über 35 Jahren auf dem Markt und arbeiten schon seit 10 Jahren an recycelten Stoffen. Praktisch gesehen kann man hier in diesem Abbild sehen, wie ein Material wiederverwendet wird. Unser Rohstoff für verschiedene Stoffe ist die PET-Flasche, welche durch verschiedene Prozesse recycelt wird und daraus dann recycelter Polyestergarn hergestellt wird, welcher dann in unseren Fabriken gewebt wird und dadurch dann der Endstoff entsteht. Die PET-Flaschen
werden heutzutage massenweise produziert, da sie als Getränkeflaschen dienen, aber auch für Waschmittelverpackungen und auch Pharmazeutikaverpackungen. Nach dem Verbrauch des Inhaltes dieser Flaschen werden die Flaschen normalerweise in den Müll geworfen und haben keinen weiteren Nutzen. Dadurch geben wir nochmal ein zweites Leben in das Nutzen und helfen auch dabei, unsere Städte zu säubern. Wir glauben an einen besseren Ansatz für die ökologische Nutzung und verpflichten uns auch als Unternehmen in der Entwicklung von Produkten mit längeren Lebenszyklen, bei denen recycelte und recycelbare Materialien verwendet werden. Das sind praktisch gesehen, was auch sehr wichtig ist, die recycelten Polyestergarne sind auch sehr hochwertige Garne und haben sehr ähnliche Eigenschaften wie normale Polyestergarne. Um ein kleines Beispiel zu geben, ein Quadratmeter unseres Stoffes Planet FR besteht aus 6 weggeworfenen PET-Flaschen. Derzeit haben wir in unserem Sortiment 3 Stoffe, welches Planet FR, Eco Planet FR und Eco Planet FR SRC sind. Alle 3 Stoffe werden zu 100% aus PET-Flaschen hergestellt, haben das Cradle-to-Cradle-Zertifikat, aber auch sehr viele verschiedene Zertifikate, um den höchsten Standards auf dem Markt gleich zu sein. Wie zum Beispiel die flammenhemmenden Zertifikate wie B1 und M1 sind aber auch PVC-frei, bedeutet frei von sehr vielen toxischen Substanzen. Und dafür habe ich Ihnen ein kleines Video vorbereitet, damit Sie sich ein klein wenig die Produktionsphase anschauen können. So, das war einmal das kleine Video. Wie gesagt, die Flaschen werden wiederverwendet und recycelt. Daraufhin durch verschiedene Prozesse Pellets hergestellt. Das wären die kleinen Kugelchen im Bild in der Mitte, um recycelten Polyestergarn herzustellen. Und daraus wird dann in unserer Fabrik der Stoff gewebt, um das Fertigprodukt erstellt. Wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, schon seit 10 Jahren ungefähr daran geforscht, recycelte Stoffe herzustellen. Und wir haben in 2018 einen neuen Stoff hergestellt, welchen wir in 2018 präsentiert haben. Das wäre der Sea Planet FR. Was der Unterschied an diesem Stoff ausmacht, ist, dass die Plastikflaschen speziell aus dem Meeresboden gefischt werden. Das ist praktisch gesehen unser Kompromiss, um die Erde zu säubern. Wir haben verschiedene Vereinbarungen mit Fischern, welche die Flaschen einsammeln und dadurch wir dann auch nochmal zu 100% recycelten Polyestergarn
und unsere Stoffe produzieren. Dann kommen wir zu einem weiteren Produkt, den wir 2019 rausgebracht haben. Das wäre der Pledge FR. Es ist ein Stoff, der aus erneuerbaren Quellen erstellt wird, speziell aus Mais, aber auch Zuckerrohr. Was hier wichtig ist, dass der Stoff aus Biopolymeren und Polylactisäure erstellt wird, was von den Rohstoffen her sehr ähnlich wie normale wie der normale Polyesterstoff, also die Charakteristik sehr ähnlich ist. Und ja, das wäre ein klein wenig zu unseren Stoffen. Was für Leistungen oder Vorteile hat man, wenn man diese Art Stoffe benutzt? Einmal für den Architekten, es ist ein Unterscheidungselement, was sehr klar, welches sehr klar ist. Es gibt Zugang zu Finanzierung, da heutzutage vieles staatlich gefördert wird, was ökologisch ist. Es ist eine klare und aktuelle Methode und es hilft der Umwelt. Für den Benutzer ist es wichtig, dass es eine Qualitätsgarantie ist, dass es die Möglichkeit gibt, Energie und Wasser zu sparen. Es ist gut für die Gesundheit und auch für die Lebensqualität und es erhöht den Wert an Gebäuden. Von dem wirtschaftlichen Aspekt natürlich, es gibt eine Energie- und Wassereinsparung, es kann zu Reduzierungen in den Wartenkosten geben, es erhöht den Wert bei den Gebäuden, im Verkauf oder bei Investitionen und dadurch natürlich auch eine Einkommenssteigerung. Vom sozialen Aspekt, es verbessert die Lebensqualität wie auch den Benutzerkomfort und es gibt Sicherheit. Und für die Umwelt, was sehr wichtig ist, hilft der Landnutzung und es macht alles ökologischer wie auch gesünder. Es hilft zu weniger Wasserverbrauch wie auch weniger Transport, Energie, Materialien und natürlich der Abfallwirtschaft. So, das war ein klein wenig zu Cradle to Cradle. Hier nochmal zum Beispiel ein Abbild von einem McKinsey-Büro in England, welches EcoPlanet FR verwendet, aber auch in Italien Amazon, welches Planet FR in ihren Büros verwendet. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich hoffe, Sie konnten sich einen ersten Einblick verschaffen und für Fragen stehe ich Ihnen sehr, sehr gerne zur Verfügung. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an mkt@vertisol.es und ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.